Also, ich weiß gar nicht, also ich bin entsetzt, Leute. Geradezu schockiert darüber, dass die Galaktische Föderation, die ja eigentlich zum Schutze der Galaxie entstanden ist, anscheinend illegale Experimente mit Biowaffen macht. Und ich weiß nicht, was mich mehr schockiert. Diese Tatsache oder dass das einfach nur übelst Klischee ist. Egal, Leute, was soll's. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber trotzdem schön, dass ihr wieder einschaltet zu Metroid Other M. Gut, wir wollen gerade mit unserem Team gucken, ob hier nicht noch irgendwie Madeline Bergman hier irgendwo rumrennt. Ja, kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, sie hätten mir schon irgendwie sie bemerkt oder ihre Leiche gefunden oder irgendwie so. Aber sie ist halt diese Leiterin, die diese Experimente wohl führt. Und deswegen gucken wir mal ganz langsam. Okay, hier wieder. Nee, Quatsch. Alles Quatsch. Anthony, wo bist du überhaupt? So, wartet mal. Hä? Warte mal, da war ich schon. Das ist jetzt bloß so doof. Ich kann hier die Karte nicht aufrufen. Die bleibt ja hier so klein. Ich glaube, da waren wir schon. Aber hier. Aber ich glaube, die Tür war zu, ne? War die Tür wirklich zu? Warte, ich guck mal schnell. Lalalala. Ja, doch, klar. Ja. Nee, also gehen wir mal da lang. Ganz langsam. Ich mache hier wieder den. Ja, den Horror. Ist alles so unheimlich. Oh, guck mal hier. Voll so ein Besprechungsraum hier, so ein Meeting haben die hier gemacht. Oh, da stehen ja halt unsere Leute. Habt ihr was gefunden, Jungs? Was ist hier los? Oder redet ihr nicht mit mir? Der Einzige, der mit uns redet, ist irgendwie Anthony, oder? So ein bisschen so. Leute, habt ihr was gefunden? Wo guckst du denn da? Was ist denn da? KG schon wieder. Und das ist doch Anthony. Der einzige Typ, der noch größer ist als Samus, alles klar. Ja, welche Daten hier alle hingeschludert. Was soll das denn? Ich geh mal weiter, okay. Hier, irgendwas ist hier immer noch komplett kaputt. Irgendwelche kaputten Stellen. Ah! Und im Staub, der einen Angst macht. Ich meine natürlich hier irgendwelcher Dampf. Oh, schon wieder so ein Raum. Ja, okay. Bloß diesmal sind hier alle Sachen offen. So, hier war so eine komische Sebesianer-Roboter-Hybriden gefunden. Okay, das war. Was ist da denn gerade runtergekommen? Das sah ein bisschen eklig aus nach irgendwelcher Sabba. Ach du meine Güte. Silvesianer oder anders natürlich nur bekannt unter dem eigentlichen Namen. Das sind halt die, das sind halt diese Weltraumpiraten, sind das halt, ne? Boah, abgeblockt. Fies, ey. Ich wollte gerade hier schon einen Power-Move machen, dann blockt er einfach ab. Wow. So, sehr schön. Die halten viel zu viel aus. Wow. Ja, so schön reingegeben. Komm mal her. Alter, voll zerslasht. So, du kommst her jetzt, komm her. Richtig in den Nacken gestoßen. So, du nochmal hier. Ja. Alter, hat sich gewehrt. Was ist mit ihm? Der darf sich doch nicht einfach wehren. Gibt's doch nicht. Der hat sich aus meinem Griff befreit. Alter, einfach nur ausweichen die ganze Zeit. Nein. Oh, verdammt, da wollte er gerade wieder. Ja, bum, bum, bum. Nein. Ja, hier. Schön Rodeo reiten. Oh. So. Wow. So einen Blick aber doch nochmal mitgeben hier. Mit Stil. Hey. Wo wollen die hin? Kommt sofort zurück. Wollen die sich hier verstecken oder was? Die Globes ja. So, so, verschmeckt ihr jetzt wie eine Raketen, ey. Hüpft einfach rum und macht. Boom. Übel. Echt übel. Die Sebesianer oder wie man das nennt, ne? Wie gesagt, Weltraumpiraten eigentlich. Oder die nennen sich so selbst an Land, keine Ahnung. Die wollen auch ein bisschen Cash, wisst ihr, und deswegen hat das alles so ein bisschen angefangen mit denen. Also sind das eigentlich unsere Feinde? Warum? Wieso sollte die Galaktische Föderation gerade die so ein bisschen robotermäßig ihre Kraft verstärken? Was ist da los?
Ich hätte, glaube ich, dieses ganze Areal ein bisschen besser und taktischer als Arena richtig nutzen können. Aber war gar nicht nötig. Schön hier Samus mit ihren Combat-Skills. Total wenig Damage nur gekriegt, alles klar. So, dann sagen wir mal Bescheid. Hoffentlich freuen sich alle, dass wir überlebt haben. Leute, seid ihr abgehauen? Ihr seid einfach abgehauen. Na gut. Anscheinend vertrauen sie mir ja wirklich blind. So nach dem Motto, ach Samus, macht das schon. Hauen wir ab und geben keine Rückendeckung oder sowas. Nee, nee. Egal. Aber es scheint dann halt auch keiner mehr zu sein, oder? Nee. Wir gehen einfach wieder zurück. Nochmal schön saven. Ich habe ja ein bisschen Energie, ne? War ja schön krass so. So. Okay. Nochmal Schild boosten und erneuern. So. Bronze. Successful. Ich weiß. Okay. Erstmal Waffe wieder runtergemacht, weil hier sind ja nur unsere Freunde. Unsere Freunde sind in Schwierigkeiten. Da müssen wir hin. Oh, was ist denn das? Jetzt reicht's. Eieiei, muss ich mich hier selber verteidigen, ist ja klar. So, schön auf die Schwanzspitze. Oh, aua. Nee, wo? Doch da. So. Alter, was ist denn für ein Monster? Greift uns ja einfach an. So, wo ist deine Spitze? Da, nein, doch. Ah, okay, links, rechts angetäuscht. So. Na. So, na. Nein. Ja. Okay, schön schnell. Wow. Ey, das klappt super. Yeah, gleich habe ich ihn. Und sagt tschüss, Mann. Bum. Na, komm schon. Cool. You okay, princess? I wanted to give you some cover earlier, but this thing takes forever to charge. I'll save the next shot for you. Not that you'll need it. Hey, come over here. What's up? Lyle's down. He looks like a pile of rags. What's gotta happen to a guy to make him look like that? Was? Echt? Lyle ist down? Alter, Leute, es hat Lyle erwischt. Ihr wisst schon, der Typ, der Angst vor Käfern hat und das Feuer eröffnet hat. Und jetzt kann Samus erstmal sich hier die Männerärsche angucken. Anthony, was sagst du dazu? Das war gerade für ein Vieh, ey. Und dankeschön, Anthony, dass du ein bisschen hier uns appreciatest, ne? Dankeschön. Anthony, so steht da in Klammern so Anthony. Cooler Typi. So, gerade so noch. Ne, Samus, guck nicht hin. Okay, gut. Ja, das ist natürlich. Gucken wir uns mal um. Hat das Vieh richtig cool durch die Wand gebasht? Ganz krass. So, und anscheinend sollen wir irgendwas noch entdecken? So, ich glaube, das ist das Transportding. Das stand schon vorher da, oder? Ist hier irgendwas, was auffällt? Nee, ist ja alles nur holographisch, ne? Ist ja klar. Irgendwo hier, was ist das denn hier?
Der Piepmatz? An empty shell. Looks like that monster from earlier infiltrated Sector 3. Samus, follow it. Der kleine Piepmatz ist irgendwie, eine Hülle. Okay, oder wurde der einfach aufgefressen und sein Inneres wurde ausgelutscht? Ich weiß es nicht. Aber gut, okay, wir können weitermachen. Kommen hier gar nicht mehr wieder rein. Aber da gab es auch nichts zu holen. Da hat er keine eigene Karte gehabt. Wir sollten also nichts verpasst haben. Und ja, so, Energie sieht noch super aus. Alles cool. So. Leute, wo seid ihr? Ihr kümmert euch um den Leichnam. Die müssen ja nicht irgendwo stehen, ne? Jetzt sind sie weg. Na gut. Ups. Alles klar, wir hauen wieder ab. Folgen wir einfach dem Vieh. Wo ist denn die Stelle in der Wand, wo das Vieh abgehauen ist? Warte mal. Zoom. Hier sieht man gar keine Tür. Aber da ist der Punkt. Also, doch, hier ist eine Tür. Und genau da ist das Vieh auch hingerannt. Alles klar. Tür war natürlich vorher verdeckt. So, Mann. Eieieiei. Alter Samus! Der Poweranzug, ey. Kein Fallschaden. Super. Oh ja, hier ist das Vieh definitiv durchgekommen. It was clear that the Galactic Federation was developing bioweapons on the bottle ship. I wonder if Adam came here knowing that. Regardless, I knew I had to talk to the person in charge, Madeline Bergman. Of course, she would have to be alive in order for me to do that. Okay, ein Testgeländewesen schon mal weniger. Samus, start by searching areas you can access with your current equipment. We'll determine weapon and equipment authorization after we get a better understanding of the situation. Alles klar. So, zur Sicherheit natürlich diese komische Bio-Testgelände da erstmal zerstört. Dass er nicht irgendwie noch in seine Experimentdaten oder so was daraus rettet. Alles klar. Hier wieder Powerbombentür. Nee, erstmal nicht. So, aber Mann. Ja, aber Madeline Bergman, entweder finden wir sie oder ihre Leiche. Und dann wissen wir Bescheid. So. Oder Sektor 3. Pyrosphäre. Sind wir einfach direkt in den nächsten Sektor, Alter. Komische Viecher, haut ab. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. So. Guckt euch das an hier. Hier ist natürlich... Hier kommen irgendwelche komischen Feuerdinger rum. Okay, das ist draußen, oder? Ja, ist draußen. Ah! Aua! Das ist einfach ein Lavasektor. Wie haben die denn hier so viel Lava raufgebracht? Ja, ist okay. Oh Mann. Ich hoffe, das Vieh ist friedlicher als seine ganzen anderen Kollegen. Bum, 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 bum. So einfach rufhalten, einfach pushern. Kamera? Angst? Ultra-Angst. Ich habe eigentlich damit gerechnet und habe eigentlich auch diesen Ausweichknopf gedrückt. Also diesen Wegsprinter, ne? Aber wow, da muss man anscheinend Ultra-Reflexe haben. Das ist ja fies. Was war das denn? Okay, diese Vieh ist anscheinend nicht nett. Alles klar. Ja. Ja, bum, 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 bum. Haut doch mal ab, ihr komischen Feuerwelle hier. So, schon mal einfach rausschießen. Ja, da ist das Vieh. Ja, da ist es. Okay, also warte, ich muss jetzt richtig krass irgendwie... Ich tapp einfach mal und weich aus. Oh, alles klar, hat geklappt. Ja, aber bitte nicht nochmal mich auffressen. Nicht versuchen. Okay. Ja, das ist natürlich auch übel, ne? Man läuft da und muss dann echt quasi loslassen und dann nochmal schnell tappen. Kann manchmal da hinten losgehen. Au. So. Schön abhauen. Okay, nein. Stirb, du komische... Aua! Warte mal, was ist denn das da? Guck mal, kleine Libellen. Und irgendwo hier ist ein Power-Up. Okay, da muss ich natürlich irgendwann mal angucken.
Wartet mal. So, hier ist natürlich die Tür zu. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Ah, Mann, Mist. Ja, hier. Supermissile wieder, ne? Yep, hier, hier. Darf ich gar nicht benutzen. Und dann sehe ich da unten schon, ist einfach wieder ein Missile-Container. Gut. Guck, hier kann ich ja sogar rein. Oh, hier kann ich ja sogar doch was. Vielleicht. Okay, Samus scannt diese leuchtenden Balldinger zwar nicht, aber egal. Stup. So, lass mich mal ganz kurz hier nur ein bisschen gucken, ne? Lups. Jups. Na, was krieg ich? Oh, ein Bauteil, oder? Tankbauteil, jetzt habe ich schon 3. Oh, sehr schön. Einer fehlt nur noch. Ich weiß ja auch theoretisch, wo einer noch ist, aber... hat leider nicht so geklappt, den einzusammeln. Putz. So. Okay. Na dann, Leute. Nichts wie rein hier. Ist eine Sackgasse. Schön. Ja, müssen wieder kurz hier speichern und die Tür dadurch öffnen. Oh, Sektor 3 ist aber klein. Ja, ich weiß ja, dass sich die Karte nach und nach erst freischaltet. Immer bloß für Gebiet hier soweit. Naja. So. Aber Karte ist open. So, die finde ich jetzt ein bisschen fies. Weil, guck mal. Wir kriegen hier Damage. Und, die finde ich jetzt ganz schön so ein bisschen fies. Aber andererseits hat man natürlich eh keine andere Möglichkeit. Aber man könnte ja jetzt denken von wegen, auch als Kenner von Metroid spielen. Ah, nee. Da kriege ich Schaden. Sprich, da soll ich noch nicht lang. Ne, weil man ja ungefähr weiß, was man noch bekommen kann und so. Dass man jetzt an dem Punkt sich fragen könnte, hä, wo soll ich denn jetzt hin? Aber sicher haben sie es schon so gemacht. Ich kann ja wieder richtig zurück. Ich habe hier eine Speicherstation. Also dann kommt dann doch relativ schnell drauf vom Wegen, dass man hier wohl lang soll. Also machen wir mal ein bisschen hinne. Vor allem, da wir wissen, wer hier diesen Sektor bewohnt. Du Scheiße, wird immer mit diesem Ausweichmove, ey. Okay, ganz schnell. Wow, hör auf, Mann. Was bist denn du für ein Monster? Ja, wow. So. Wow. Wow, das Arm muss nicht runterfallen. Nicht in die Lava, bitte. Bitte nicht da rein. Supsala. Schnell, sehr schnell. An die Hitze. Aua, aber ich krieg ganz Schaden. Wow. Das war cool. So, das hätte geklappt. Warum bin ich jetzt eingesperrt? Und warum? Ah! Was sind wir, Jana, nochmal? Nein, Maika, schnell down. Und dann noch sein gleichzeitig Kumpel. Alter, ist ja geil. Guck mal. Ja, wollen wir gleich nochmal. Hey, okay, das war natürlich cool. Na, Feuerviecher. So. Looks like the normal beam won't have any impact on the enemies around here. Samus, use your ice beam. Nee. Den Ice Beam erlaubt uns, Adam jetzt einzusetzen. Aber was meint ihr denn damit? Erhöht zugefügten Schaden? Effektiv gegen Lebewesen in heißen Umgebungen. Nebeneffekt friert einige Ziele ein. Ja, was meint ihr damit? Ich hab doch die Feuerdinger gerade voll zerstört. Mit einem aufgeladenen Beam. Egal. So, sehr schön. Alter! So, warte mal, ich glaube, das Ding ist ja auch irgendwie... So. Das war doch schön, oder? Gut, Leute, dann habe ich hier noch irgendwas... Ist hier noch irgendwas? Oh, nee, direkt hinter mir ist ein Power-Up. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das hat sich doch gelohnt. Wir haben jetzt den Ice Beam. Der ist sogar ziemlich cool hier. Weil nicht nur, ja, jetzt nicht nur von wegen effektiv gegen eine bestimmte Art von Gegner. Nein, wir können auch bei diversen Monstern oder halt, ja, ich sag mal, andere Gegner, die Waffen einfrieren, dass sie sich mehr abballern können. Vorzugsweise natürlich bei Sebastianern. Aber gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierher erstmal. Ich lade mal schnell auf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Ciao, ciao.